Auf dem Gelände des Beachvolleyball-Centers in Hamburg bereiten sich junge Nachwuchstalente auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vor. Sarah Schneider und Julius Tole trainieren hier täglich, um sich den Traum vom olympischen Gold zu erfüllen. Ich bin ein emotionaler Spieler, also kann mich dadurch auch hochziehen und das hilft mir gerade im Spiel. Und gleichzeitig habe ich ein ganz gutes Ballgefühl. Ich bin ein sehr anpassungsfähiger Spieler quasi. Also ich kann mich einfach an neue Situationen gut anpassen beziehungsweise versuche halt das Beste da in der Situation zu machen, eigene Ideen zu entwickeln. Ganz klar meine Ungeduld. Als Leistungssportler will man alles immer zack auf zack haben und das geht natürlich nicht immer. Ja, ich bin manchmal ein bisschen unruhig. Durch die Emotionalität verliert man vielleicht manchmal so ein bisschen den klaren Kopf und wird einfach ein bisschen hektisch. Früher, als ich noch jünger war, als ich 13, 14, 15 war, da musste ich jeden Tag einen Ball in der Hand haben. Egal, ob ich irgendwie ein bisschen Knieschmerzen hatte, Rückenschmerzen oder so. Bis irgendwann der Zeitpunkt kam, dass es zu viel für mich war. Also ich habe einfach nicht mehr auf meinen Körper gehört. Und der Körper gibt einem ja Signale. Und wenn man die nicht beachtet, dann ist es halt schneller vorbei, als man gucken kann quasi. Jedenfalls war dann für mich irgendwann der Tag gekommen, wo ich mir gedacht habe, scheiße ey, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Sport und mach bloß was anderes, ich habe keinen Bock mehr. Bis ich dann gemerkt habe, dass Sport doch das ist, was mich erfüllt und was mich glücklich macht. Nee, das ist lustig, aber lustigerweise bei mir überhaupt nicht so. Also Beachvolleyball ist so eine komplexe Sportart einfach. Das hat so viele Facetten, technisch, man braucht eine unheimliche Spielintelligenz. Und ich finde, man kann einfach aus jedem Training richtig viel Neues auch mitnehmen. Ein Motivationsproblem habe ich überhaupt nicht. Und ja, auch in den Trainingsgruppen hier hat man überhaupt nicht das Gefühl, dass da jemand mal nicht Lust hätte auf Beachvolleyball oder so, sondern wir geben hier eigentlich immer Gas. Natürlich hat man immer irgendwie ein Ziel vor Augen, Olympia oder Weltmeisterschaften oder sonst irgendwas, aber das ist eher irgendwie so, das ist nicht direkt greifbar. Deswegen versuche ich für mich zu trainieren, sodass ich sagen kann, ich habe alles gegeben und mich am besten weiterentwickelt bzw. meine optimalste Leistung aus mir rausgeholt habe. Ich glaube, es wäre vermessen, wenn ich jetzt schon sagen würde, das ist mein Ziel, da muss ich unbedingt hin. Aber ich würde sagen, das ist ein Riesentraum, da mal hinzukommen. Also hier in Hamburg, dadurch hat das nochmal eine Sonderrolle einfach. Ich glaube, das ist noch cooler, wenn man das einfach zu Hause hat und hier quasi vor seiner Familie und seinen Freunden mal spielen könnte. Ja, und ich möchte auf jeden Fall probieren, alles dafür zu geben, vielleicht irgendwann mal dazu stehen.